So, da sind wir, Ladies and Gentlemen. Willkommen zu dem Stream. Was war's? Herr der Ringe, Community Clash. Schlacht um Mittelerde 2, Aufstieg des Hexenkönigs, Community Clash. So, ich bin gerade dabei, die letzten paar Einstellungen zu machen. Ich werde auch gleich die Skype-Konferenz anrufen und dann geht's auch schon los. Ist es laggy? Vielleicht ein bisschen. Müsste aber gehen. Mikrofon ist an. Der Rest scheint auch okay zu sein. Jupp. Einen Moment brauche ich noch, denn ich muss noch alles einstellen. Aber es sind schon ein paar Leute da, ein paar Leute, die ungeduldig sind, aber das ist vollkommen in Ordnung. Ist ja auch ein super Event, ne? Also von dem her, bam, bam. So, jetzt schauen wir mal, dass der Vivi-Bot oder Viv-Bot online geht. Go to Dashboard. Das Dashboard ist ein bisschen zerstört. Der Mubot funktioniert allerdings und der Subscription Alert Box funktioniert auch sehr schön. Ich habe jetzt hier noch im Flur ein paar Leute rumstehen, die rumlabern. Ziemlich laut. Das macht es mir ein bisschen schwerer, mich zu konzentrieren. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, fangen wir jetzt einfach mal an. Der Stream ist da. 5 Minuten Delay. Standard für dieses Spiel jetzt. Und dann werden wir mal sehen. Okay, dann rufen wir jetzt mal an. Und dann sehen wir gleich, wer alles abnimmt und überhaupt da ist. Ja. So, Hallöchen. Das machen wir mal weg. Gut. Also auf meiner Seite scheint alles soweit in Ordnung zu sein. Wen haben wir denn jetzt alles da? Also hier bist jetzt nur dich und diesen Felix Schlegel. Genau. Gut, das ist ja fürs Erste schon mal etwas. Wer warst denn du nochmal im Spreadsheet, im Anmeldebogen auf YouTube, YouTube-Name? Alex Niehaus. Niehaus. Ich müsste dich mal hinzufügen und umbenennen, weil ich kann mir das mit Verrecken nicht merken. Habe ich dich überhaupt schon in der Kontaktliste? Wenn nein, Schande auf mein Haupt. Doch, habe ich. Ha, Ja, okay. gleich mal ein Slash dahinter setzen. Wo denn? Ja, hinter deinen Namen halt. Ich finde Niehaus. dich aber gar nicht in meiner Kontaktliste. Ah, ich hab dich aber in der Kontaktliste. Ich schreib dich mal an, vielleicht findest du mich dann schneller. Ah ja, da habe ich dich. Siehst. Okay. Also. Ich kann wahrscheinlich aus Gilead jetzt Verteidigung oder Angriff. Lass mich kurz gucken. Blub, 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 blub. Verteidigen. Achso. Ich greife in Osgiliath an und ihr, die Community, greift in Dol Guldur an. Ha. Wurde Okay, ich spiele gewotet. das mit Mike. Hallo, hört man mich? Hallöchen. So, ich bin auch da. So, Meinst du dann mich haben wir verstehen? jetzt. Ja, ich verstehe euch alle ganz gut. Okay, dann ist gut. Nee, weil ich habe nämlich gerade ein neues Mikro. Okay. Ja, das alte funktioniert halt nicht mehr. Hab's gerade mal getan. Ich wollte mich auch nochmal entschuldigen. Ich bin ein bisschen erkältet, also nicht, dass man das jetzt gut hört. Also, Also kein Thema. So viel geskypt wird jetzt eh nicht. Wir schauen jetzt, dass wir das alles recht zügig hier starten können. okay. Von dem her schauen wir einfach mal. Wollt ihr denn anfangen mit Osgiliath verteidigen oder Dol Guldur angreifen? Ich glaube, einer wollte noch einkaufen gehen. Nee, hat sich erledigt, oder? Wie schaut's aus? Ja, ich bin da. Okay. Also liegt jetzt bei euch, wie ihr das machen wollt. Ob ihr erst Osgiliath machen möchtet oder Dol Guldur.
Vorher müsste ich nur wissen, machen wir Tangle oder Hamachi, weil ich habe Hamachi, weil es mich nervt hat, wieder deinstalliert, weil es sich dauernd automatisch gestartet hat. Sogar nachdem ich im MS-Config gesagt hat, es soll nicht automatisch starten. Deswegen finde ich jetzt Tangle eigentlich gar nicht so schlecht. Ja, also mir eigentlich egal. Ladies and Ja. Gentlemen, willkommen. Ich mal kurz gucken bei Tangle, was ich nochmal für ein Passwort hatte. Ja, das ist ja kein Thema. Ich wollte noch kurz was fragen wegen diesem Punktesystem. Ja. Und zwar, wie du das machst. Ich meine, du hast ja die letzten zwei Spiele hast du ja gewonnen. Einstellungen zu machen. Aha. Und machst du es dann so, dass du dann allgemein die Punkte bei dir zählst oder mit jedem Einzelnen? Also bei dem habe ich gewonnen, da habe ich so viele Punkte. Und bei dem habe ich gewonnen, da habe ich so viele Punkte. Die Punkte werden am Rundenanfang, also jetzt quasi, hinzugefügt und man bekommt Punkte für die Anzahl an Territorien, für Regionen und für Festungen. So, und das heißt, ich werde jetzt, also die Siege an und für sich heißt, ich habe jetzt letztens, habe ich zwei Territorien, ne, eins habe ich verteidigt. Und ein anderes habe ich ja erobert. Ja. Und das habe ich dann eingetragen. Jetzt bin ich mir nur nicht mehr ganz sicher, ob ich das richtig gemacht habe. Ich hoffe mal. Theoretisch müsste es noch passen. Habe ich natürlich keine Dingsbums mehr. Ich muss da mal nochmal gucken. Jetzt hast mich ganz gut verunsichert. Glückwunsch dazu. Jetzt weiß ich nämlich nicht, ob ich das richtig gemacht habe. Was, Hilfe? Egal. Live im Internet, sehr schön. Ja, nee, wegen den Punkten. Also ich muss da mal gucken, wie ich das jetzt gemacht habe. Ich zähle nachher nochmal nach. Ich hasse das. Eigentlich wollte ich das nicht machen, aber ich zähle dann nochmal nach. Bisher haben wir eh noch nicht genug Punkte, damit man irgendwas machen könnte, großartig. okay. Also, das ist jetzt. Uff, nee. Da ist gerade. Ich könnte mir eine leichte KI holen, aber das mache ich nicht, weil das ist Schwachsinn. Also, ne. Ich glaube, das wäre eher nachteilig. Ja, vermutlich. Also am Anfang, ich denke mal, dass die ersten paar Schlachten jetzt noch ohne sind, weil die meisten Leute werden sich entweder eine brutale KI holen oder ein Handicap reindrücken wollen oder irgendwie sowas. Weil es halt die besseren Fähigkeiten sind, die kosten halt dann mehr. Von dem her sehe ich das jetzt unkritisch. Ich werd jetzt allerdings das mal auf meinen Rechner speichern. Und dann später guck ich noch mal ganz genau nach, damit es da kein Vertun gibt, dass da alles richtig läuft. Okay. Genau. Nee, aber die Siege zählen nicht direkt zu den Punkten, sondern es geht bloß darum, wer wie viele Festungen, wie viele Regionen und wie viele Territorien hat. Und da habe ich mich halt an den Ringkrieg angepasst. Also eigentlich dran gehalten, dass du da Forodwaith und Gondor und Mordor und Forlindon und so weiter, halt diese ganzen Regionen, sieben Stück sind's, Ja. wo du dann halt zum Beispiel Bonus-Gasthauseinheiten oder Bonus-Baumeister bekommst. Hier Ja, bekommst du klar. halt dann richtig viele Kriegspunkte als Bonus quasi. Ah, okay. Ja. Aber wenn ich Ja, das jetzt, kann der Ball schon erhält. ja, genau. Wenn ich jetzt gucke, normal waren es glaube ich 26 auf 26. Das müsste passen von den Punkten her. Also ich glaube, dass es schon gepasst hat. Aber das Gute ist, ich habe das ja alles aufgenommen. Ich schaue später nochmal auf YouTube, da habe ich es hochgeladen und dann kann ich das alles fixen und nochmal überprüfen. Aber jetzt spielt es noch nicht so eine Riesenrolle, da ist noch nichts passiert. Naja. Gut. Dann, wie schaut's aus? Wollt ihr erst Osgiliath machen oder wollt ihr erst Dol Guldur angreifen? Ich würde sagen, erstmal Angriff, oder? Also mir ist Also es mein. gleich, das müsst ihr Achso. jetzt entscheiden. Ich würde sagen Angriff. Dann würde ich auch sagen Angriff, weil Dol Guldur ist jetzt nicht gerade die stärkste Festung. Alles klar, dann macht's da erstmal Und wäre Angriff auch auf für mein Volk ein Dol bisschen besser. Guldur. Okay, ja gut, dann haben wir jetzt Dol Guldur. Das heißt, ich mach das jetzt und nachdem nur drei Leute da sind, passt es auch perfekt, ne? Also soweit ich weiß, passen ja nicht viel mehr Leute rein auf die Map. Das
heißt, wir machen jetzt alle drei dann Dorgul. Jupp. So scheint's zu sein. Genau. Oh, hoppa. Das ist ja geil. Das heißt, wir spielen über Tangle, oder? Hätte ich jetzt gesagt, ja. Genau, weil ich habe nämlich nur Tangle. Bei mir funktioniert Hamachi nicht. Mhm. Ja, da muss ich mir noch einen Tangle-Account machen. Das dauert nicht lang, das geht. Dann kannst du ja damit schon mal anfangen und dann. Ich hab's gestern nochmal probiert mit Hamachi, aber klappt nicht. Okay. Klappt einfach nicht. Ich weiß nicht, was da für ein Problem ist. Ich weiß nicht, ob ich's falsch mache oder ob ich irgendwas, aber geht halt nicht. Okay. Gut, dann gucken wir mal. Ich denke nicht, dass ich Dol Guldur gegen euch drei verteidigen werde können. Aber ich werde mein Bestes geben. Also. Ich will jetzt, also klar, du bist ein guter Spieler, aber ich glaube, weil Dol Guldur ist jetzt nicht gerade die stärkste Festung. Ja, also, das stimmt schon. Helms Klamm wäre jetzt was anders. Helms Klamm, Minas Tirith, Minas Morgul, die können ganz gut funktionieren. Die stärkste Festung finde ich Khamdun. Ja, die ist halt immer, du hast Türme, ich glaube sogar Katapulte, du hast ewig viel Platz, das ist... Du kannst auch Festungen noch drin bauen. Ja, das ist... Wer hatten die eigentlich? Jetzt bin ich mal, habe ich die euch gegeben oder habe ich die? Ja, ihr habt die natürlich, ja, Glückwunsch. Wir haben die. Okay. Das wird... Hab ich nämlich auch gleich geguckt und habe ich mich echt gefreut. Also das mit Dol Guldur würde ich vielleicht mal so sagen... Wenn wir schon zu dritt sind, würde ich sagen, so ein Counter, so sagen wir mal, ja, ich weiß nicht, so 30 Minuten, wenn wir dich in der Zeit nicht platt gemacht haben, hast du gewonnen, weil dann hast du das echt gut verteidigt. Würde ich mal so sagen. Das ist eine unglaublich interessante Idee. Das ist eine wirklich interessante Idee. Weil ich dachte jetzt, ja, einfach bis zum bitteren Ende alle besiegen, boom, aber ist unwahrscheinlich. Aber einen Counter, die Idee finde ich geil. Wenn du es schaffst, einen zu besiegen, sind die anderen zwei dann eigentlich auch weg, weil wenn du einen hast, so hätte ich das halt jetzt eher gedacht. Also jetzt nicht so mit Zeit, sondern wenn du halt einen besiegt hast, ist ja für die anderen zwei ja dann noch schwieriger. Und dann kann man ja eigentlich auch aufgeben. Also das können wir jetzt abstimmen. Das ist das Tolle an so einem Projekt, das ich zum ersten Mal gemacht habe. Da fallen noch so Kleinigkeiten auf. Ich fand die Idee, multiple Missionsziele für den Verteidiger zu haben, unglaublich cool. Oder wir, sagen mal, haben 20% Handicap. Ja, Handicap hätte ich jetzt nicht gemacht, weil das kann ich mir über Punkte kaufen und das hätte dann auch für euch alle gezählt. Das wäre dann das Heftige gewesen. Also wenn ich genug Kriegspunkte spare und ihr greift zu dritt an, kann ich die kaufen, das gilt dann für euch alle. Also das ist schon sehr mächtig. Aber so mit einem Timer... Da könnte man jetzt drüber kurz noch diskutieren, ob wir das machen wollen, weil ich finde das, mir ist es egal, ich finde die Idee so cool. Zeit besser, weil ich meine, wenn, sagen wir mal, jetzt sind 30 Minuten rum, wir stehen eigentlich kurz vorm Angriff, ist ja dann auch bescheuert. Ja, stimmt. Ist es nicht so bei Tangle, wenn man sich einen Account gemacht hat, dass man dann erst einmal den Computer neu starten muss? Ja, muss man. Ja. Will ich mich mal kurz anzumelden. Also ich musste auf jeden Fall neu starten. Vorher ging dann gar nichts. Ich musste neu starten. Das ging dann nicht anders. Sonst hast du nämlich ein Kreuz und dann funktioniert es nicht. Ja. Genau, jetzt haben wir ein Netzwerk schon in Tangle. Achso, ja, ich kann auch mal reingehen. Was ich dir noch sagen wollte, du hast doch mal wegen Shaku die Fähigkeit gefragt. Mhm. In einem Video, was die kann. Ja. Eigentlich ist die Attacke unnötig. Ich mache das eigentlich auch nur. Du schickst Shaku einfach auf das Nest von den Wagen. Mhm. Und dann wartest du, bis die zwei Wagen ganz dicht aneinander stehen und dich angreifen. Dann machst du die Fähigkeit, das ist ein ganz kleiner Kreis, nur auf die Waage. Ja. Dann gehören zu dir und die kannst du halt vorschicken. Mehr ist es nicht. Naja, ist nicht so toll. Also da ist so das Nest bekommen schon besser, so ungezähmter Verbündeter. Müsste ganz normal dieses Schlacht Mittelerde 2 auf Schick des Hexenkönigs sein, oder? Schlacht um Mittelerde musst du eingeben. Ja, genau, habe ich auch gesucht. Habt ihr alle in Verbindung zum Alex? Hast du neu gestartet? Ich war ja schon vorher verbunden. Okay, also ich habe zu jedem Verbindung außer zum Lord Yuray. Okay. Ja, bei mir sucht's gerade. Okay. Ah, jetzt.
Warte, ich gehe jetzt gerade mal in das Netzwerk rein. Da müssen jetzt nur Kreuze sein. Drin. Ich sehe, dass 7 in dem Netzwerk drin sind. Jetzt gucken wir mal gleich. Ja, jetzt bin ich auch drin. Das ist ja interessant. Ich habe zu keinem von euch... Obwohl, jetzt hat Alex bei mir ein Kreuz. Ja, bei mir auch. Also, ich starte mal kurz meinen Computer neu und dann bis gleich, ne? Mhm. Ja, aber das heißt theoretisch, es liegt ja an Alex. Naja, ich habe mit allem anderen Verbindung, das ist sehr seltsam. Also ich habe bloß bei euch Kreuz, das ist jetzt ein bisschen arg strange. Obwohl alle anderen haben bei mir kein Kreuz. Okay, ah ja. Ich mache jetzt Tangle einfach nochmal zu und starte das Ding neu, ich guck mal. Es wäre halt wirklich blöd, wenn ich jetzt den PC nochmal neu starten muss. Aber ich habe es nicht neu installiert jetzt, also von dem her, weiß nicht. Ach so, Tangle ist kostenlos, weil ich das mit Werbung finanziert. Wahrscheinlich. Ja. Was ich nicht, du hast mal in einem Video gesagt, dass du eigentlich immer das Volk nimmst, was auf der Karte entsprechend ist. Ist das immer noch so, oder? Hatte ich geplant, ja. Weil dann kann ich jedes Volk mal spielen. Also, und das passt dann auch. Nö, ja. Orks. Orks, oder? Wären die Orks. Du hast im Ringkrieg hast du immer die Orks nach Dol Guldur gemacht. Ja, die gehören da auch so ziemlich hin, eigentlich. Gehört aber Mordor. Ja, aber Mordor hat schon Mordor, sonst hat Orks keine Festung. Also, der Gundabadberg ist ja keine Festung. Also die Ettenhöhten und, Das ist die Orksfestung. Ja, in den Ettenhöhten ist ja eine Orkfestung. Weil, die Regengeister haben ja die Festung gebaut. Nein, die Elben haben. Die Elben haben die Festung gebaut, ja. Und die. Von Mordor haben sie die geklaut. Genau. Mordor hat es halt erobert praktisch. Ja gut, ursprünglich war es, ich dachte ursprünglich wäre es immer die der Orks gewesen. Nee, war eine Elbenfestung. Ist die Etten, aber Ettenhöten ist keine Festungskarte. Nee, ist keine Etten, aber da kommen die Orks auch. Also da ist, also in der Mission ist da eine Festung, ist sogar auf dem Bild abgebildet, wenn okay. Man guckt. Ich weiß halt bloß, beim Hobbit war es hier der Gundabadberg, da hatten sie eine Festung, aber im Spiel... Herr der Ringe haben sie da, ja genau deswegen. Und weil sie sonst keine Festung im Spiel haben, keine offizielle Festungskarte, habe ich halt die Orks nach Gol-Dol Guldur gepackt. Ja, aber damit sie auch eine haben, habe ich sie halt dorthin gepackt. Deswegen würde ich eigentlich schon mit den Orks spielen. Ja, passt eigentlich schon. Wir können auch die Orks-Karte draus machen. Das ist kein Problem. So, also ich habe zu Orks und Mordor ist doch eh alles das gleiche. Eine Verbindung. Ja. Mhm. Ich habe ja nicht mit allen hier eine Verbindung, nur als du gerade da warst, war ein Kreuz. Also das ist jetzt ja, schon... Ja, das war bei mir auch so. Ich weiß jetzt nicht, ob es an mir liegt oder an den anderen. Ja, das sehen wir jetzt gleich. Ja. Ich mache jetzt nochmal... Ich schließe jetzt nochmal das Spiel. Ah, wenn du schon im Spiel drin warst? Ja, genau, das wird das gewesen sein, vermutlich. Dann geht's nicht, nee. Ja. Das ist mir auch schon aufgefallen. Du musst erst Tangle und dann das Spiel. Ja. Also ich guck mal, ich tritt jetzt hier bei. Jetzt nochmal zum Dings, ich möchte das jetzt wissen. Hast du kein Kreuz. Okay. In den folgenden 12 Minuten werden Sie erfahren, wie inzwischen mehr als 24.000 Partner in unserem Unternehmen monatlich mehr als 1 Million... Sehr furchtbar. Dann starte ich mal das Spiel. Ja, ich starte. Ja, jetzt, was ich jetzt wissen wollte, da müsste jetzt, also, das abklären. Ich fand die Idee mit dem Timer cool, ist ein paar jetzt nicht. Ist jetzt die Frage, wie wir es jetzt machen, weil das sollte dann für die zukünftigen Schlachten halt gültig sein. Also, dass man da nicht immer hin und her springt, mal so, mal so. Also, ich finde es mit den Timern jetzt nicht so gut, weil ich meine, wenn wir jetzt das so regeln, 30 Minuten. Und du stehst halt vor einer Festung wie Khan Doom, das kriegst du halt nie in einer halben Stunde hin. Mhm. Das kann man nicht hinkriegen. Auch Helms Klamm, würde ich schätzen, kriegst du nicht in einer halben Stunde hin. Ja. Khan Doom gegen eine brutale KI in 25 Minuten angenommen, das geht. Also ich habe jetzt Khan Doom an sich, ich habe da mal eine KI reingesteckt, ich krieg die da nicht raus. Ich weiß nicht, ob ich da was falsch mache, also selbst mit Zwergen... Gut, man könnte ja zum Beispiel sagen, dass man sagt, hier standardmäßig 60 Minuten und für jeden Spieler extra 10 Minuten weniger oder so. Keine Ahnung, dass man so eine Art Balance findet zwischen Spieler und Zeit, wie so in der Richtung könnte man sich überlegen.
Weil das stimmt schon, fix für alle Festungen den gleichen Timer, das funktioniert nicht. Das ist nicht gut gebalanced. Da gebe ich dir auf jeden Fall recht. So, also ich bin schon mal im Raum drin. Okay. Also ich habe jetzt wieder die Grafikeinstellungen auf ganz niedrig gemacht. Ja, so wie man es mir gesagt hat, ja. Also und Grafik habe ich auch drunter. Okay, weil dann kann man da gucken, das müsste dann besser gehen. Und vielleicht sollten wir uns demnächst irgendwie so ein Team-Speak-Channel suchen oder so ein Discord-Channel, wo wir reden können. Okay, ja, könnt ihr einrichten, wenn ihr das möchtet. Habe ich nichts dagegen. Jetzt können wir anfangen, ich habe es gestartet. Ja, voll, ich bin eigentlich auch bereit. Gut, ich habe jetzt. Jedes Volk spielen, ne? Ich meine, welches man will, ne? Ja. Ja. Jetzt müssen wir nur abklären, dass wir jetzt alle drei blöderweise selber nehmen. Also, wenn wir jetzt dann alles geklärt haben, werde ich aus der Konfi rausgehen. Und dann schreibt man fertig und dann starten wir das. Also ihr könnt es weiterhin skypen, das ist kein Problem. Okay. Wir müssen jetzt nur klären, ich will es jetzt, ich brauche eine Entscheidung. Sollen wir sowas wie Timer oder wenn einer besiegt ist, ist vorbei oder sowas machen oder einfach nur ganz normal? Für jetzt und für die zukünftigen Schlachten dann. Wer startet denn das Spiel? Also wer macht dann die Lobby? Okay, ich bin Alex hat die Lobby auf. Okay. Ja, ich bin gerade aus dem Spiel geflogen worden. Ich gehe jetzt gerade wieder rein. Okay. Wie kann ich denn in die Lobby reingehen? Netzwerk und dann aufs Spiel klicken. Netzwerk und dann siehst du es. Das ist okay. Ah, nein. Oder kommst du nicht rein? Guck mal. Reicht es? Ja, ich bin auch gleich drin, mein Spiel ist gerade wieder abgestürzt. Komm, geht's jetzt. Komm schon. Kommen beim Spielabsturz irgendwelche Fehlermeldungen? Hä? Okay, warte, ich probier's mal. Ja, ich bin gerade wieder rausgeflogen. Also Sturmhart ist drin, ist einer von euch X-Ray oder Wilfried P? Weil dann sind das Fremde sonst. Ja, ich bin X-Ray. Du bist X-Ray? Ich bin der Wilfried. Okay, dann passt es. Komisch, letztens hat's noch funktioniert. Kaputt. Ich weiß nicht, was los ist. Soll vielleicht irgendjemand anderes mal die Lobby aufmachen? Kann man mal probieren, ja. Wenn's hilft. Ich weiß nicht, warum ich bei mir die ganze Zeit abstürzt. Normalerweise funktioniert das. Dann macht jemand anders auf, ist auch in Ordnung für mich. Das ist gerade echt ärgerlich. Ah, okay, nee, ihr braucht nichts zu öffnen, ich weiß warum. Warum? Und zwar, ich spiele normalerweise den Mod und da kann man halt umstellen zwischen halt dem normalen Spiel und dem Mod. Mhm. Und wenn man sich beim Mod eigene Helden macht, werden die bei dem normalen Spiel auch übernommen und dann funktioniert es aber nicht, weil es da andere Heldenklassen gibt. Okay, okay. Das ist immer wieder rausgeworfen. Mhm. Jetzt müsste es wieder gehen, jetzt müsste ich, ja, jetzt bin ich drin. Okay. Liegt genau daran, ja. In welchem Mod spielst du? Den 4.4.1. Okay. Mit 4.4.3. Ja, genau. 4.3, dann musst du es halt auf Update oder Download und dann kriegst du. Alter. Dann kriegst du die Orks werden schwer haben, Alter. Ja. Menschen. Wie schaut's jetzt aus? Mit Timer und Co. Ich habe jetzt noch keine richtige Antwort. Von einem weiß ich nein. Wie steht der Rest dazu? Ja, also nein. Mir ist das egal, ob wir mit oder. Das war nur ein Vorschlag mit dem Timer. Also ich sag nein. Ich richte mich auch für nein.
Gut, dann lassen wir es weg. Alles klar. Oh. Ringhelden an oder aus? Eigene Helden aus. Ringhelden. Ringhelden, ja, Ringhelden sind Standard. Also. Ja. Gut. Ja, Ringhelden, ja. Das finde ich bei Mod besser gemacht. Und zwar, da gibt's Ringhelden, also jedes Land, du kannst halt mit Mordor und so Sauron bauen und so und mit Elben, oder mit Lorien kannst Galadriel bauen. Und nur die Ringhelden können den Ring aufnehmen. Ah, das okay. Ist Sauron teurer als Galadriel. Galadriel ist viel stärker. Okay. Ah. Weil Sauron braucht viel länger zum Zuschlagen und hat, sagen wir mal, so ein, der kann ja so Felsen auf den Boden werfen mit seiner Fähigkeit. Man muss aber auch sagen, Sauron hält auch deutlich mehr aus. Also den kannst du auch mal alleine vorschicken, der räumt da schon auf. Und eine Galadriel ist halt, wenn du nicht aufpasst oder wenn du kurz zum Baumeister klickst, ist du tot, ne? Es gibt bei dem Schlacht mit bei dem zweiten Teil, also nicht bei Aufstieg, da gibt's ja am Ende, da kämpft man ja im Bruchtal. Ja. Dann kommt der Galadriel am Ende. Ja. Ich habe einfach mal mit Sauron gegen Galadriel gekämpft und die hat fast Full Life gewonnen. Das war übelst heftig. Das habe ich richtig verwundert. Ja. Ja, es sind halt auch zwei Ringhelden. Also mit gegen viele Einheiten ist halt auch Sau. Also wenn du viele Einheiten dabei hast, ist Galadriel besser. Aber wenn du halt relativ wenig Einheiten hast, ist Sauron an sich eigentlich auch. Ja, ist halt eine Hinsicht, ne? Ja. Wie sieht's aus? Starten wir, oder? Ich bin bereit. Ich bin auch bereit. Gut, dann schauen wir mal. Hoffen wir mal, dass das gleich auf Anhieb klappt. Das ist das Problem. Wenn es halt bei einem nicht klappt, werden wir halt alle rausgeschmissen. Ja, das stimmt, aber das schauen wir jetzt alles. Okay, ich guck nochmal. Stream läuft, passt alles. Gut, dann... Ja. Irgendjemand hat sich da hingesetzt. Ja, ich natürlich, ich muss ja in der Festung sein. Das ist klar. Nee, das sehe ich nicht. Achso, du hast gar nicht das Spiel ersetzt, okay. Also erstellt man nicht. Nee, das haben wir jetzt anders probiert. Aber ihr seid zufällig. Das. Ja, ja. Ist klar. Genau. Ich hab mich gerade gewundert, weil da nämlich eine 2 Ja, normal hätte da eine 1 sein müssen, aber wir haben ja jetzt der genau. Alles klar. Dann ist in Ordnung, ich hab nichts gesagt. Okay. Gut, dann bis vermutlich gleich. Viel Glück, viel Erfolg, viel Spaß. Danke. Okay, dann mache ich jetzt auch hier mein Kreuzle. Good luck, have fun. Und dann geht's auch schon los. Ich muss, glaube ich, auf die F12 umschalten. Ganz sicher bin ich mir da nicht. Jetzt schauen wir da nochmal nach. Ja, passt. Wunderschön. Ups. Änderung einer... Spielregeln. Was wurde gemacht? Weiß ich nicht. Und los geht's. Die Teams müssten passen. Handicaps sind aus. Sehr, sehr lustig das Ganze. Zwerge, Elben, Mordor. Das werde ich nicht schaffen. Also unwahrscheinlich bis zum geht nicht mehr. Vor allem mit den Orks. Ich wüsste nicht wie. Ich habe ein paar starke Einheiten, aber mir fehlt natürlich eine ganze Menge Kraft. Ja, muss mal gucken. Die einzige Chance, die ich haben könnte, vielleicht, wäre, ich habe sehr günstige Einheiten. Und das könnte mir helfen. Muss man mal gucken. Ich muss halt früh aufbauen, früh drucken, mir einen Spieler aussuchen und einfach alles weghauen, was geht. So. Am Anfang nehme ich mal, ich muss sehr schnell aufs Plündern gehen. Das heißt, ich werde das hier benutzen. Ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen laggy. Orkkönig, Azog. Der Azog ist nicht schlecht. Den hole ich mal. Es ist laggy. Das ist natürlich jetzt für mich erstmal von Nachteil. Aber das werden wir schon sehen, wie das läuft. So, das gehört mir nicht. Und das gehört mir nicht. Leider. Es ist wirklich ein bisschen laggy, ne? Muss man mal gucken. Wie ich das am besten hinkriege alles. So. Das Schöne ist halt, ich habe halt wirklich
Ich habe wirklich die Chance, früh Druck aufzubauen, dadurch, dass ich jetzt Azog habe. Ich hole mir jetzt erstmal hier das Türmchen. So. RTT ist Tunnel. So. Ja, dann bauen wir es hier. So. Der levelt jetzt erstmal. So. Na los. Genau. Dann kann man hier noch irgendwo bauen. So, hier als Spinnen. Das schauen wir uns mal an. Immer schön ausbilden. Ich werde demnächst bald eine neue Ork-Grube bauen. Dann habe ich nämlich doppelte Produktion. Das müsste mir helfen. Das machen wir jetzt dann. Die nehmen das ein. Der kämpft sich hier durch. Das ist sehr gut. Das braucht's auch. Ich muss früh Druck aufbauen. Ansonsten sehe ich nicht, wie ich das irgendwie gewinnen sollte. So, das Ding lasse ich mal. So. Genau. So, das wird ihnen nämlich schon mal Probleme bereiten, dass ich hier Leute habe. Die Spinnen sollten sich hier mal... Oh, der nimmt aber gut Schaden. Ja, das tut weh. Hätte ich nicht gedacht, dass das so weh tut. Aber ich kann jetzt nicht zurückziehen. Das geht halt gerade einfach nicht. Vielleicht überlebt das. Vielleicht. Na komm, hau doch drauf. Was macht der denn? Nee, Idiot. Das war nix. Der hält nicht viel aus. Das Ding ist, ich kenne halt die Orks auch nicht sehr gut, weswegen ich jetzt nicht weiß, so oder so, ne? Das war jetzt... Wie viel kostet es denn, den neu zu machen? 900. Nee, das Geld habe ich gerade nicht. Ist schon mal ein schlechter Start. Definitiv. Die holen sich das. Ja. Ich habe halt auch nur Masse auf meiner Seite, ne? Was anderes kann ich da gerade nicht machen. Außer Masse geht nicht viel. Spinnenreiter, mit denen könnte ich was schaffen. Da werde ich gucken, ob ich da was hinbekomme. Aber davon abgesehen, muss man gucken. Ich hätte gedacht, der Azog hält mehr aus. Hätte ich wirklich gedacht. War jetzt nicht der Fall. Das Ding ist halt, die werden sich jetzt schön Zeit lassen, sich gut aufbauen und ich krieg voll aufs Maul. Genauso wird es laufen. So, da hat's die Zwerge. So. Da, also gegen Zwerge weiß ich gar nicht, ob ich groß angehen muss. Erstmal. Das ist so eine Sache. Ob ich da jetzt gegen Zwerge latschen sollte, ist die ganz große Frage. So, das schaffe ich nicht. Die hauen mal ab. Spinnenreiter gehen noch nicht. Ja, da geht halt nicht viel, ne? Ich meine, ich kann es probieren. So gut es eben geht. Aber viel geht da nicht. So, die Katapulte müssten hier jetzt aber gut feuern. Ja, das sieht auch ganz okay aus. Ich versuche es zumindest, ne? Also ich versuche es. Aber gegen drei Gegner, pff,
ist natürlich schwierig. Da sehe ich auch nicht, wie ich das jemals verteidigen soll. Also auch auf lange Sicht nicht. Das ist jetzt die Frage, wie ich das am besten machen sollte. Eigentlich solltet ihr da angreifen. So. Ja, irgendwo da muss doch was hingehen. So. Ja, das war der Fehler. Okay, die sind tot. Das ist gut. Ja, die Zwerge, die knacken halt, ne? Die sind stark. Also Zwerge sind schon richtig mächtig. Der hat da eine Esse. Das ist sehr gut gemacht. Da kann ich nichts machen. Also gegen die Zwerge sehe ich nicht, wie ich das hier machen sollte, ohne groß Flächenschaden zu haben. Vielleicht kann ich weiter unten was schaffen. Bei den Elben. Ansonsten, nee, keine Chance. Ich weiß nicht, was die da rumhampeln. Keine Ahnung. Ich habe hier auch keine Bäume, auch wenn die mir normalerweise sehr gelegen kommen würden, aber habe ich nicht. Von dem her, ja, was soll ich nur tun? So, nochmal Spinnenreiter. So. Da hat's einen Malorenbaum, da können wir angreifen. Der hat hier so viel. Der hat schon den Mund Saurons, auch sehr mächtig. Türmchen. Ich sehe da keine Chance, wie ich das groß gewinnen soll. Mit genug Angriffskraft könnte es gehen. So, die rennen da lang. Das hilft. Ich weiß ja nicht, was ich groß machen kann, außer hier rumzuspammen, ne? Viel mehr geht da nicht. Irgendwas muss ich ja versuchen. Das ist das Ding. Irgendwas muss ich versuchen. Vielleicht mal noch eine Kluft bauen. Ja, irgendwo da müsste aber eine Kluft hingehen. So. Der Baumeister, wenn ich den erwische. Nee, erwische ich nicht. Die Orks haben halt nicht so eine super starke Truppe. Also das sind die... Außer Spam geht da nicht so viel. Spinnen habe ich schon. Ich habe halt schon alles, ne? Vielleicht muss ich mir da doch noch irgendwas überlegen. Das ist... ein bisschen schwierig. Ich meine, ich habe jetzt nichts dagegen, alle Schlachten zu verlieren. Wenn es ist, dann ist es so, ne? Aber was will man machen? So. Na gut, die Drachen, die könnten schon was machen. Ne? Aber das Ding ist halt, der sammelt sich hier. Macht es sehr gut. Und ansonsten schaffe ich hier nicht viel. Der macht hier Türme. Und jetzt kommt der da oben. Ist auch nicht so toll. So, da steht er. Ja, da geht nicht viel. Da geht noch nicht so viel.
Ja, kaum noch Rohstoffe, ist auch so ein Problem. Es wundert mich ja, dass er mit seinen Zwergen noch nicht Dings gemacht hat. Dass er noch nicht... Ja, da sind sie. Die Streitwägen, weil die tun unglaublich weh. Und da weiß ich jetzt gar nicht, was ich groß machen soll. Hier könnte ich mal durchreiten. Ne? Aber das Ding hier... Das tut einfach nur weh. Da hast du keine Schnitte, das wirklich effizient zu verteidigen. Na ja, gut, die sterben da auch weg. Ich dachte, die könnten besser überreiten, aber war wohl einfach zu wenig. Da hat er schön geheilt. Ja, da geht halt nichts. Also ich werde vermutlich danach nochmal Rücksprache halten mit den Leuten, weil so macht es natürlich wenig Sinn, eine Schlacht zu spielen, wenn man sie nicht gewinnen kann. Ich weiß nicht, ob ich sie gewinnen könnte. Arthur am Anfang auszubilden war totaler Schwachsinn. Das hat einfach gar nicht funktioniert. Also wirklich, das war totaler Müll. Aber davon abgesehen, ist halt die Frage, ne? Geht da was? Oder geht da nix? Was sollen wir sonst noch bauen? Ihr werdet nicht gefaulet! Ein neuer Riese erhebt sich! Ja, Riese ist ganz nützlich. Na, schauen wir mal, ob da was geht. Also der hat schon so ein bisschen was, ne? Gute Verteidigung hier. Da Zwergentürme auch, sehr interessant. Also wahrscheinlich auch hier irgendwo eine Mine dann gebaut, damit der auf der sicheren Seite ist. Das ist alles gar nicht schlecht. Das ist nicht schlecht, kann man nicht sagen. Was ist das? Erhöht die Erfahrung. So, hier hat es einen ganzen Bösen. Wenn die mal schießen würden, ne? Oh ja, der geht auf die Feuerdrachen. Und auf den Riesen geht er auch. Würde ich an seiner Stelle auch tun. Macht absolut Sinn. Weil die Drachen sind teuer. Der Riese ist auch teuer. Und das ist einfach nur schon mal sehr bescheiden. Ist jetzt nicht viel, was ich tun kann, ne? Um das zu verhindern. Ausgerüstet sind die Zwerge auch schon. Stark. Also da richtig, richtig mächtig. Und der Nazgul kann da machen, wie er will, ne? Klar, ich könnte mir langsam auch mal ein Schatzlager bauen und versuchen aufzurüsten, aber ich weiß noch nicht, wie ich das am besten hinkriegen soll hier. Das sind 1000 Millionen Nazguls. Die hat alle drei Nazguls. Und damit ist es dann natürlich schon sehr böse. Selbst wenn ich jetzt einen Drogoff bauen würde, wenn ich es könnte, würde mir das nicht so viel bringen. Da gibt's euch das mal. Also das ist ja insgesamt schon schwierig. Aber gegen die... Ich kann halt
Ist halt bitter. Ich kann gegen die Zwerge nicht viel machen. Und gegen das andere Zeug. Schaut euch an, da ist ein Turm. Theoretisch finde ich eine Alternative, ein alternatives Missionsziel als wichtig. Da müssen wir mal gucken, was wir da machen. Weil wenn ich die ganzen Schlachten nicht gewinnen kann, wäre das sehr, sehr traurig. Schauen wir mal. Beuterüstung. Senkt erlittenen Schaden, ja. Geschmiedete Klingen. Ist alles ganz nett, aber rettet mich jetzt auch nicht. Aber vielleicht hat einer von euch ja eine Idee, was ich machen müsste, um das hier zu gewinnen. Ja. Also was müsste ich, wie müsste ich vorgehen, um dieses Spiel noch zu drehen? Ja, der kann mir hier alles zerlegen, ne? Und ich kann das Zeug auch nicht mehr aufbauen. Also was vernichtet ist, ist vernichtet und das war's dann. Mit den Feuerpfeilen, das könnte schon ganz gut helfen. Wenn ich sie hätte. Jetzt sehe ich auch hier nicht mehr hin, weil die Katapulte vernichtet wurden. Auch das hat er sehr gut gemacht. Und das Beutezug hier Plünderer bringt mir natürlich nicht viel, wenn ich nichts habe zum Ausbilden, also zum Kämpfen. Da musst du kämpfen, so viel wie geht. Ansonsten macht es gar keinen Sinn. So, hier hauen jetzt die Drachen sehr gut rein. Das gefällt mir auch. Was kann man da noch machen? Jetzt warte mal. Vielleicht muss ich gucken, dass ich so schnell wie möglich auf den Balrog komme. Das könnte helfen. Muss aber nicht zwingend. Zumindest habe ich die beiden Leuchtfeuer noch. Da ist die Frage, wie lange ich die noch behalten werde. So. So. So, mal sehen, ob ich die Feuerdrachen hier wegbekomme. Da kommen die Blödköpfe. Na, mal sehen. Es könnte theoretisch vielleicht funktionieren. Vielleicht geht was. So, der setzt sehr viel auf Bogenschützen. Haben wir hier P? Oh, P ist ein ganz schlechter. Ganz schlechter Hotkey. So, Spinnen. Spinnen könnten helfen. Vielleicht, ich weiß es nicht genau. Habe ich wenigstens einen Nazgul getötet? Nee, der hockt noch da. Der lebt noch. Jetzt bauen wir hier mal das ganze Zeugs aus. Und dann gucken wir mal. Also ich schaffe hier nicht so viel, wie ich gerne wollte. Den Feuerdrachen hat er. Da kann ich jetzt nicht viel gegen tun. Das wollte ich jetzt nicht. Ja, jetzt greift er auf der Seite an. Auch nicht schlecht gemacht. Ich habe auch kaum noch Leute und da greifen sie natürlich auch an.
Da muss ich jetzt hier tatsächlich mal aufmachen, damit das Ding schießen kann. Das ist ja doof. Gut, hier hat er einen Haufen Trolle, das gibt aber gut Geld. Ja, natürlich belagern sie jetzt hier mit Katapulten. Das ist schon sehr klug gemacht, alles. Wie auch immer die da reingekommen sind, das wundert mich jetzt. Aber in Ordnung. So. Wenn ich jetzt den Turm und die Mine zerstören kann, habe ich da auch schon mal ein bisschen was gewonnen. Vielleicht kann ich bald... Ah, Drogas kostet 5000. Wie soll ich denn das jemals zusammenkriegen? Obwohl ich schon so einen Helden brauche. Also irgendwie sowas muss es sein. So, jetzt ist er mit vielen Reitern drin. Das ist eigentlich sehr gut für mich. Denn jetzt kann ich die alle töten. Katapult kostet 600, ja. Und viel Schaden kann er mir hier nicht machen. Das ist mein Vorteil. Also er wird vielleicht den Turm bekommen. Mit ein bisschen Glück. Aber im Großen und Ganzen sollte er hier eigentlich sterben. Ah, das ist sehr nützlich für mich. Er versucht den Turm zu erreichen. Vielleicht schafft er es. Muss man mal sehen. Ich spare jetzt auf Drogoth. Das ist meine Trumpfkarte. Ich hoffe mal, das funktioniert. Ja. Also das hat funktioniert hier, das zu verteidigen. Und dann wollen wir mal sehen, ob wir hier hinkommen. Vielleicht bringt das ja was. Ich muss halt dazu sehen, dass Drogoth wirklich stark verteidigt wird. Wenn ich den jetzt ausbilde und der stirbt mir gleich wieder, habe ich auch nichts gewonnen. So. Die machen das, die laufen da lang. Und dann wieder Bogenschützen und den Kram. Also irgendwann müssen sie auch mal angreifen, ne? Das geht so nicht. Jetzt wollen sie das Leuchtfeuer zerstören. Na gut, das kann ich wieder aufbauen, das ist nicht das Problem. Der hat... GG! Ich sehe nicht, wie man das gewinnen soll. Also beim besten Willen. Man kann es vielleicht ein Stück weit halten, aber gegen drei Leute verteidigen? Schwierig. Äußerst schwierig. Die haben ja alles ausgerüstet bis zum geht nicht mehr. Puh. Naja, die machen alles kaputt. Alles kaputt. Jetzt schauen wir mal, ob der... Ich meine, die haben hier schon alle Türme zerstört, ne? Der wird mir jetzt hier alles vernichten. Und ich sehe nicht, wie ich hier noch groß gegensteuern soll. Flammpfeile sind sehr nützlich. Kostet auch nicht so viel. Also von dem her könnte da was funktionieren. Aber der haut mir hier halt jetzt alles weg, ne? So. Dann hier defensiv stehen bleiben. Ja, der Drachenfürst, der stirbt mir jetzt dann gleich. Das ist das Problem. Der macht es nun mal lang. Lang macht das wirklich nicht. Wo ist er denn? Wenn ich könnte, würde ich dafür sorgen, dass...
die sterben, weil das ist dann schon teuer. Ich kann es mir vielleicht eher leisten, auch wenn es eher unwahrscheinlich ist. Aber vielleicht, wer weiß. Kommt der jetzt? Nein, der ist gestorben. Der hat da eine Festung gebaut, LOL! Nee. Wie will man das denn bitte schön schaffen? Wie will man das denn bitte schön schaffen? Selbst wenn ich alle Fähigkeiten zur Verfügung hätte, ist das so ein Ding der Unmöglichkeit, ne? Krass. Voll ausgerüstet, bis zum Anschlag. Geht nicht mehr. Also da weiß ich echt nicht, wie ich da noch groß was machen soll. Ich glaube auch nicht, dass es da eine große Strategie gibt, wie man das schaffen kann. Das gibt die Festung einfach nicht her, ne? Denke ich mir jetzt mal. Aber ich werde gucken. Ich werde da schauen, dass ich das nochmal mir überlege. Weil das hat so keinen Sinn, wenn man eine Chance hat, die bei 0% liegt, das zu gewinnen, dann sehe ich nicht, warum man das überhaupt spielen sollte. Das macht dann auch keinen Spaß. Ne? Und schaut euch das an. Also ich kann mir jetzt die Dunkelheit holen, die ist auch nicht schlecht. Ich wette, darauf warten sie bloß. Ich warte jetzt aber noch mit der Dunkelheit. Das könnte nämlich ganz nützlich sein. Das Problem ist halt, dass ich alles brauche. Also ich brauche Bogenschützen gegen die Nazgul. Ich brauche zeitgleich Zeugs, um die Katapulte zu vernichten. Ich brauche Antikavallerie, weil meine Bogenschützen in Gefahr sind. Ich brauche halt alles auf einmal. Und das ist halt so ohne weiteres jetzt nicht möglich. Das ist halt lol. Ne? Sie haben auch mehr Fläche, um sich aufzubauen. Für Ressourcen. Das kommt ihnen auch noch zugute. So toll so eine Festung auch ist, so viel Boni gibt sie mir jetzt auch nicht. Jetzt muss ich doch natürlich die Dunkelheit reinhauen. Das bringt gerade alles nichts. Wird mir aber auch nicht helfen. Dafür ist das Ganze dann doch ein bisschen zu kritisch. So. Schön das Öl hingeworfen. Und der rennt jetzt da durch und haut mir alles weg. Na gut, da muss ich mal gucken, wie ich das dann am geschicktesten mache in Zukunft, weil das ist dann wirklich vorbei, ne? Hier kommen auch 1000 Trolle, 1000 Reiter, voll ausgerüstet. Wenn ich jetzt schaue, so einen halben Stunden-Timer wäre gar nicht so schlecht gewesen. Vielleicht ist es eine halbe Stunde wegen dem Lag, 40 Minuten oder so. Aber sowas in der Art könnte ganz gut funktionieren. Es war natürlich blöd, am Anfang Azog auszubilden. Ich dachte, der ist stärker. Ich hatte ihn stärker in Erinnerung. Aber dass der auf Level 1 gegen zwei Bataillone, die halt weniger kosten als Azog, so abloost, hätte ich nicht gedacht. Vielleicht wäre der Ork-König besser gewesen. Oder direkt Kankra. Vielleicht, aber so generell ist da halt, da ist halt nichts zu retten, ne? Da geht nichts. Das ist dann doch ein wenig viel. Also, das war's. Da reißen wir jetzt alles einmal ab, denn das haben sie definitiv gewonnen. Haben wir noch was? Ja.
Hier haben wir noch was. Da können wir dann den Baumeister noch rausscheuchen. Aber da habe ich keine Chance mehr, das zurückzuerobern und zu gewinnen. Da mache ich nichts mehr. Das ist gelaufen. Das war das. Aber war ja gar nicht mal so furchtbar. Also irgendjemand hatte seinen Timer falsch gehabt. Wir hatten jetzt eine Spielzeit von 28 Minuten. Ja, schick. Vielleicht 28 Minuten. Oh! Ah, okay, da habe ich wahrscheinlich... Oh, ja. Ja. Guckt euch mal die Ressourcenproduktion von Mordo an. 1800 Minuten. Heute bei mir Rohstoffe. 80.000 Rohstoffe gesammelt. 30.000 verschenkt. 20.000 in Helden investiert. Nicht schlecht. Jo. So. Es war irgendwo klar, dass man was du verlierst. Also ich muss sagen, ich hätte jetzt, weiß nicht, ich weiß auch gar nicht, ob ich das überhaupt hätte gewinnen können. Rein von der... Nee, hättest du nicht. Eher nicht. Das ist halt dumm, man hättest du aber nicht. Nee, ist wirklich irgendwann so. Irgendwann wir hätten vielleicht doch mit dem Timer machen sollen, weil... Ich habe mir das jetzt auch überlegt, dass irgendwie sowas wahrscheinlich sehr nützlich wäre. Dass man sagt, okay, anders kann man das nicht schaffen. Also... Gut, Dol Guldur ist nicht die beste Festung, vielleicht wäre es bei Helm's Klamm ein bisschen knapper gewesen, weil auch der Platz beschränkter ist für die Ressourcenproduktion. Ne, Helm's Klamm hätten wir alle, hätte einer von uns Isengard genommen und Isengard ist so ein Helm's Klamm-Vernichter. Ja, also das ist halt die Sache, wo ich dann sage, wahrscheinlich sollten wir uns doch sowas überlegen, weil ansonsten bringt, dann können wir es halt gleich sein lassen, die Festungen zu spielen, wenn es klar ist, dass ich sie gar nicht gewinnen kann. Also das bringt's dann nicht. Da müssen wir mal überlegen, was wir da machen. Ja, da hast du halt auch wieder recht. Aber dann sollten wir halt auch machen, dass man halt bei bestimmten Festungen zum Beispiel, sagen wir mal, paar 20 Minuten oder so länger hat, weil... Ja, natürlich, klar. Also da muss man, müssen wir mal gucken. Ich glaube, es lag jetzt auch an mir, dass ich manchmal begleckt hatte, weil ich jetzt meine Einstellung auf sehr hoch hatte. Okay. Meine Grafikeinstellung. Okay. Ja, bei mir ging es eigentlich. Also ich hatte jetzt keine Lags an sich. Ja, es war schon langsam, hatte ich das Gefühl, aber... Hänger gab es schon. Oder beim Scrollen über die Map. Ja. Aber das macht nichts mit dem Timer, das könnte ganz gut funktionieren, weil das Spiel, selbst wenn es laggt, das hat ja seinen eigenen Timer, also das ist ja, das passt dann schon. Ich überlege mir das mal, aber ich denke mal, dass sowas eine ganz gute Lösung ist, aber falls ihr jetzt bis zur nächsten, übernächsten Woche noch andere Ideen habt, was man da machen könnte, damit es halt spaßig und spannend bleibt, dann einfach Kommentare raushauen, Skype, keine Ahnung. Ja. Genau. Jetzt muss ich nur kurz wissen, wer alles gespielt hat, dass ich das eintragen kann, weil ich brauche halt die YouTube-Namen. Also den Kai Schroth, den weiß ich. Den sehe ich. Den Alex Niehaus. Auch. War jetzt der... Gespielt. Ja genau, bist du... Wer bist denn du? Bist du der Jones? Sturmhart. Okay, das heißt, der Jones war jetzt nicht dabei, dann bleibt der vorgemerkt. Das heißt... Der Jones ist jetzt nicht da, schade. Hat denn jemand geschrieben, dass er später kommt? Ja, das war, glaube ich, ich weiß es nicht. Jones hat heute, glaube ich, gar nicht geschrieben. Nee, soweit ich weiß nicht, ich habe ihn jetzt auch nicht gesehen. Ja. Gut, macht nichts, also, ist halt... Wird jetzt gleich noch ausgelost oder wird schon ausgelost? Ich werde jetzt dann auslosen. Und zwar zwischen... Kai Schroth, Niehaus und wenn da wäre Newton, aber Newton ist nicht da, also zwischen euch beiden. Weil der Sturm hat schon zweimal und ihr habt bloß einmal. Schon gespielt, ja. Genau. Und damit das halt halbwegs fair bleibt, werde ich jetzt den Zufallsgenerator bestücken und dann wird gezogen, wer in Osgiliath dran darf. Da kannst du auch genauso gut eine Münze werfen. Ja, aber ich mach das, aber Münze kann ich halt wirklich beeinflussen durch, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Lass es mich blöd flippen oder irgendwas.
Der Zufallsgenerator hier, den habe ich nicht in der Hand. Also ich weiß nicht, wie man eine Münze absichtlich manipuliert, wenn man sie in die Luft wirft. Ich habe schon viele Münzen geworfen. Nee, Spaß, aber trotzdem, ich mache das mit dem schönen Zufallsgenerator hier, der funktioniert. Das finde ich gut, ja. Der ist... Gibt's ja auch nur zwei Möglichkeiten, Kopf oder Zahl. Eben, also der wird das schon machen. Ich könnte auch einen Würfel werfen, aber ist jetzt wurscht. Ich nehme die Zahl 3, die Kopf. Ja. Okay, also ich ziehe zwischen Kai Schroth und Alex Niehaus. Zufällig ermitteln, los geht's. Gewinner Kai Schroth. Herzlichen Glückwunsch. Gut. Danke. Okay. Yep. Kai Schroth hat die Wahl zum Präsidenten gewonnen. Auf welcher Map spielen wir? Osgiliath. Falls ich sie finde. Oh, ja. Ist doch eine. Wahrscheinlich dann Menschen gegen Morde, oder? Wäre interessant. Also nee, ich werde die Menschen nehmen, denke ich mal, weil Osgiliath eigentlich zu den Menschen gehört. Kann man, ja. Ja. Osgiliath finde ich halt das Gute, wer halt die Brücken hat, gewinnt eigentlich, wenn du die Brücken gut verteidigst. Wenn wir zufällig auf diesen gegenüberliegenden Dingern, vielleicht sind wir auch quer, das wird man sehen, ist zufällig. Ja, wenn jetzt ihr gegenüber seid und derjenige, der euch gut die Brücken sichert, müsste das eigentlich gewinnen. Naja, es könnte auch sehr gut sein, dass dann... beide ihre Seite verteidigen und dann, also es kommt drauf an, es bleibt spannend. Ja. Da muss man echt gucken, wer schneller reagiert auf diesen drei Brücken. Muss man mal gucken. Das stimmt. Ja. Okay, ich gucke nochmal nach dem Stream. Scheint alles zu laufen. Wenn du dann soweit bist, würde ich auch gleich loslegen. Ich werde gleich soweit, ich bräuchte noch kurz was zu trinken. Kein Thema. Trinken wir das gleich? Jupp. Dürfte ich zuschauen, also als Zuschauer? Ist mir nicht so recht. Also ich glaube zwar nicht, dass da viel blöd passiert, aber ich will es einfach von vornherein ausschließen und dafür habe ich ja auch den Stream dann. Okay. Was ich machen kann, ist, wenn es dich dann interessiert ist, nachträglich, wenn ich die Dateien finde, ich kann dir die Replay schicken, falls du das möchtest. Ja, das wäre eine Idee. Falls man... Ist mir egal. Ja, also... Kann ich das kann ich anbieten, das ist unkritisch. So, also von mir aus kann es losgehen. Alles klar, dann bin ich hier wieder raus. Good luck, have fun, bis gleich. Jo, ebenfalls. So, Stream läuft noch, alles supi. Dann gucken wir mal. Dann schalten wir jetzt gleich um. Menschen gegen Isengard. Es wird sehr interessant. Ich weiß gar nicht, wie ich loslegen soll. Vielleicht fange ich wieder mit dem Reiter-Dingsbums an. Aber Isengard kann sehr früh auf Zeugs gehen. Von dem her ist es nicht so super. Jetzt weiß ich natürlich nicht, was ich machen soll. Hier hat's Orks. Das ist eigentlich so an und für sich kein schlechter Start. Die Brücken zu verteidigen könnte lustig sein. Ich denke mal, er ist gegenüber. Ich habe jetzt leider nicht aufgepasst. Falls es mir überhaupt angezeigt wurde, das weiß ich jetzt auch nicht. Da muss man gucken. Bauen wir noch eine Kaserne. Also ich fange jetzt hier an. Ich glaube in einem ziemlichen Standard-Opening. Gehöft, Gehöft, Kaserne, Gehöft. Und dann gucken wir mal. Reiter könnten hier super funktionieren. Vielleicht hätte ich Reiter machen sollen. Aber jetzt ist es auch zu spät. Muss man mal gucken. Bogenschützen ist natürlich super für die Türme. Ich werde wahrscheinlich sehr früh... Hier jetzt ein Vorposten, das ist Bombe. Den sollte ich so... Und hier auch. Also es gibt zwei Vorposten. Drei, die ich sofort holen muss. Dann kann ich natürlich eine stärkere Produktion aufbauen. So. Dann kann ich natürlich eine... Okay, da kommen die Kräbein. Scoutet finde ich sehr schön. Sind jetzt aber leider tot. So, er sieht meine Kaserne, weiß also da schon mal Bescheid. Ich baue jetzt gleich den Schützendingsbums. Ja, ist vielleicht nicht das Beste, aber ich habe hier auch keinen Platz. Die Orks würden mir alles sofort vernichten. Gasthaus, sehr wichtig. Sollte ich mir auch holen, um früh... Ja gut, dann hätte ich die Bogenschützen gar nicht gebraucht, seht ihr? So fangen die Fehler schon an.
Aber ich glaub mal nicht, dass er jetzt auf Varge geht. Ich werde als nächstes einen Speerschleudertrupp bauen. Der müsste mir helfen. So, jetzt rennen wir da hin. So. Und dann hole ich mir gleich den nächsten Vorposten mit diesem Bataillon. Ich hoffe halt mal, dass es funktioniert. Da hauen wir den Bonus drauf. Speerschleuderer, habe ich gesagt. Und dann gucken wir mal. Irgendwo hier hat es den Vorposten. So. Ich kann auch dann sehr schnell auf den Stall gehen. Vorposten ist wichtig. Ihr dorthin. Ihr dorthin. Gasthaus. Hier dort runter. Und dann bauen wir uns schön weiter auf. Also das ist wichtig, dass ich am Anfang jetzt die Vorposten einnehme. Das wäre Verschwendung, wenn ich es nicht machen würde. So. Und dann gleich die Stallungen hinterherziehen. Ich glaube, das funktioniert dann ganz gut. So. Gehen wir mal rüber. Gucken wir mal, was der so hat. Gasthaus gehört mir. So. Bauen wir nochmal ein Gehöft. Vorposten einnehmen. Und dann bauen wir einen Stall. Wo ist der? Hier, A. Gasthaus einnehmen. Stelle. Gasthaus einnehmen. Okay. Also hier muss ich halt wirklich gucken, dass ich schnellstmöglich Zeugs vernichte. So. Bisher eher so eine Spam-Taktik. Das liegt mir einfach so gut. Da hat es einen Baumeister. Das kann ich zerstören. Oh, ich kriege ihn. Ich kriege ihn. Sehr schön. Das ist ein Riesenproblem jetzt für ihn. Ich hole mir jetzt seine Gasthäuser, Vorposten. Ah, doch, das geht. Das geht. Ich muss halt nur hier unten jetzt verteidigen. Das ist... Halt. Das ist wichtig. Stallungen müssten fertig sein. Ich darf schon wieder nichts ausbilden. So, Vorposten einnehmen. Hier oben hat es doch irgendwo noch einen, oder? Hier muss es noch einen haben. Aber ich finde nicht. Naja gut, schauen wir mal. Hat es da nicht einen? Es muss doch da einen haben. Wo ist denn der? So, das holen wir uns. Da oben hat's was. So. Die ziehen wir zurück. Ich brauche unbedingt mehr Pferde hier. Zeugs ausbilden. So, ich kann mir jetzt dann bald einen Faramir oder einen Boromir holen. Ich nehme jetzt erstmal einen Faramir. So, schön die defensive Stellung. Das Geld noch abholen. Die greifen an. Das sieht super aus. So, Heilung noch drauf. Ich glaube, das ist schon GG. Da habe ich doch ein bisschen... So, dann können wir hier ausbilden. Upgrades bauen. Oh oh. Oh 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 oh. Gollum, ja genau. So. Da können wir angreifen. Haben wir hier schon irgendwo Stufe 2, Dunedain? Nein, noch nicht. Das tut weh. So. Dann bauen wir hier sowas hin. Es muss hier noch ein Dings haben. Das gibt's doch nicht. Wo ist das denn? Also es wäre unfair, wenn er nur eins hat. Da ist einer. Eins, zwei.
ist denn der dritte? Weil ich habe auch drei. Eins. Also das wäre halt wirklich unfair. Gut, kann ich jetzt nicht ändern, aber... wo ist der denn? Ansonsten müssen sie halt irgendeine andere Art von Bonus haben, ne? Na, jetzt nehmt's den Ring und bringt's in die Festung. So. Katapulte bauen. Na, mach mal Feuerpfeile. Turmwachen. Rohirrim. Da ist einer. Eins. Vielleicht sollte ich das mal einnehmen. Hihi. Da ist ein Gast. Ein Gasthaus. Zwei Gasthäuser. Genau wie ich. Ich habe hier eins. Ne, ich habe nur ein Gasthaus. Ne, ich habe zwei. Hä? Warte, was? Tät mich jetzt schon mal interessieren, wie das jetzt tatsächlich ist. Also irgendwo muss da was sein. Bis auf, dass ihr bitte wirklich dahin sollt. Ich sehe den nicht. Ist der zerstört? Ist der versteckt? Ist der unsichtbar? Oder gibt's da wirklich bloß so ein paar? Wundert mich jetzt. So, wir haben jetzt den Ring. Check ich nicht. So, Turmwachen. Und dann als nächstes... Ja, genau. Keine Ahnung. So, natürlich habe ich irgendwann noch Katapulte. Ja, gut, ich habe jetzt hier Katapult, also da... Da geht halt nicht viel, ne? Da geht halt einfach nicht viel. So, wo ist denn der gute Faramir? Da ist er. Erst die Balliste, dann die Festung. So. Ich mag meine Feuerpfeile. Also hier auf der Karte muss man schnell sein. Das geht sonst nicht anders. Das ist Kradumlord und GG. Da geht einfach nichts. Schaut euch die Einheiten an. Das war eine kurze Geschichte, würde ich mal sagen. Okay, bevor ich jetzt in die letzte Skype-Config gehe und mit den Leuten noch kurz was bespreche, beende ich hier gleich die Aufnahme. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet wie immer Spaß. Voten wieder oben bei dem i. Irgendwo da oder da, keine Ahnung. Irgendwo oben auf jeden Fall. Für die nächsten Schlachten. Und jederzeit könnt ihr euch anmelden. Die Links müssten in der Beschreibung sein, beziehungsweise im Infovideo auf meinem Kanal. Da einfach nachschauen. Und dann wünsche ich euch wie immer einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Bis dann. Ciao.